Es sind verschiedene Herausforderungen. Auf der einen Seite die Überreglementierung, die wir in der Schweiz haben, das Normenwesen, wo dann auch speziell ausgebildete Fachkräfte braucht. Und der Fachkräftemangel ist bei uns in bestimmten Positionen bereits Realität. Warum unterstützt der Schweizerische Baumeisterverband bausim.ch? Nur gemeinsam mit allen beteiligten Verbänden, die in der Baubranche tätig sind, sind wir in der Lage, unser Image und unsere Berufswerbung stärker in der Bevölkerung, bei der Lehrerschaft zu platzieren. Der Baumeisterverband ist dabei, gemeinsam mit den innovativen Verbänden jetzt den ersten Schritt zu machen, die Ziele zu erreichen. Was für Laufbahnen können junge Leute im Bauhauptgewerbe erwarten? Wir haben vor allem Karrierelaufbahn, Richtung Führungsfunktionen, Maurer, Vorarbeiter, Polier, Bauführer, Baumeister, das ist die ganz klassische Laufbahn, wo man sofort einschlagen kann nach Lehrende. Man kann aber auch Spezialisierung gehen, man kann im Bauzubehörbereich wechseln. Also man hat innerhalb der Branche so viele Möglichkeiten, wo man als Junge ergreifen kann, wo man eigentlich gar nie daran denkt. Zum Einsteigen hat er bereits eine riesige Auswahl von Berufen. Rund 50 Grundbildungsberufe stehen zur Verfügung. Es ist aber immer auch möglich, sich nach Abschluss von einem ersten Beruf weiterzuentwickeln. Entweder, dass man einen zweiten Beruf noch dazu lernt, im ähnlichen Feld oder in einem benachbarten Feld. Oder dass man dann, wenn man in die Weiterentwicklung geht, in die Karriere, dass man dort innerhalb der Branche andere Berufszweige ergreifen, sich fit machen, in die Weiterbildung geht, sei es in die höhere Berufsbildung oder ein Weiterbildungsangebot von der Fachhochschule besuchen.